Zeigst du mal, wie das dann klingt? Wenn du nicht Stein bist, meine Liebe, sei Mond im Traum der Geliebten, sei Mond. So sprach eine Frau zu ihrem Sohn, als er begraben wurde. In einer mitteltönigen Skala gibt es keine Halbtöne. Es gibt die Ganztöne, wohl, also der Ganzton in drei geteilt, das ist dann der Drittelton. Und wenn ich jetzt hier dritteltönig arbeite in der Notation, mache ich das mit halben Pfeilchen. Und das ist jetzt über Triller eingeführt und gibt eine sehr weiche, eigentlich nicht dissonante Wirkung. Der Drittelton hat etwas sehr Atmosphärisches. Ich finde das so spannend. Also man verändert sich, man ist nicht der gleiche Mensch, wenn man das erlebt hat, wie vorher. Und das wäre vielleicht der Beweis, dass Musik bewegen kann, im besten Sinn des Wortes. Also es geht nicht nur darum, dass Musik immer schön und happy zu sein hat, sondern dass sie etwas in uns bewegt, vielleicht auch etwas in Gefahr bringt. Und wenn es nur die Gewohnheit ist, dann ist schon viel erreicht.